Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass du wieder dabei bist. Das hier ist der Bahnhof in Neunkirchen. Und ja, stehen relativ viele Leute hier. Ist fast eine Untertreibung. 232 Leute warten auf ihre Weiterfahrt nach Nottuln. Und ja, Nottuln, der Zug ist gerade abgefahren in die Richtung. Da hinten kann man noch die Reste sehen und er ist voll. Wir müssen also noch einen zweiten Zug hier auf die Strecke bringen. Hier fährt nämlich schon seit langer Zeit nur ein Zug. Und das, obwohl die Strecke relativ... Boah, ruckel, ruckel. Obwohl die Strecke relativ lang ist. Ich muss mal kurz einmal so ein bisschen über die Karte fliegen. Dann hat dieses Ruckel nämlich ein Ende. Wenn die Karte... Wenn einmal alles so geladen wurde, dann ist es tatsächlich so, dass das Spiel ein bisschen performanter ist. Und ich hab's vergessen. Ich mache das normalerweise vor der Aufnahme, aber jetzt fällt's mir just wieder ein. Natürlich ist das Spiel insgesamt von der Performance nicht so super durchoptimiert, aber das wissen wir ja. So, wir müssen natürlich mehr Signale bauen. Diese Strecke hat nämlich, hier ein Signal. Und das war's. Das ist also erstmal der erste Schritt, bevor wir einen zweiten Zug auf die Strecke bringen können. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall hier zwischen noch einen. Das ist nämlich ein recht großer Abstand da. Und wie gesagt, einen zweiten Zug verträgt die Strecke auf jeden Fall. Vielleicht sogar einen dritten. Es ist doch schon eine ganz schöne Strecke, ne? So. Einmal noch. Das muss reichen, okay. So, zweiter Zug, der muss von drüben starten. Bei Nottuln steht das Hauptdepot. Das werden wir jetzt natürlich auch benutzen. So, insgesamt, also ich muss ja wirklich mal sagen, die Ausfahrt hier beim Bahnhof, die gefällt mir nicht so richtig gut. Vorne wollte ich ja schon öfter mal umbauen. Da ist es auch nicht optimal. Es reicht für unsere Ansprüche, aber... Naja, diese ganze Zufahrt hier, insbesondere die Zufahrt vom Depot auf die Gleise, auf die diversen Linien, das müsste man eigentlich mal optimieren. Den Platz hätten wir hier auch. Wir könnten diese Häuser ja hier locker abreißen für unsere Zwecke. Und dann könnte man hier quasi die ganze Breite nutzen. Vielleicht würden wir dann sogar hier die Brücke nochmal vernünftig hinkriegen, damit dieser Fluss wieder passierbar für Schifffahrt ist. Aber naja, ich denke, also vielleicht mache ich es irgendwann mal. Aber es ist nicht so brandeilig. Es wäre halt nur eigentlich mal angesagt, sagen wir es mal so. Also, ein neuer Zug. Und jetzt müssen wir hier, eigentlich müssen wir ja die ganze Strecke eben austauschen. Nehmen wir natürlich, ja, wir haben noch keine neuen Wagen. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Wir nehmen hier noch einmal den alten Zug, die Reihe 1042. Nee, die hatten wir gar nicht, ne? Doch, klar. So, den und den Einheitswagen dazu. Und das Ganze geht dann auf die Strecke Nottuln-Neunkirchen. Da ist es schon. Auf geht's. So, das dazu. Und dann würde ich mir gerne noch eine ansehen. Noch eine Strecke ansehen. Wir haben ja unsere Flughafentransferstrecke. Müssen wir gerade schauen. Die heißt auf jeden Fall nicht IC, sondern irgendwie anders. Mal kurz gucken. Eisenbahn. Wie haben wir die denn nochmal genannt? Ja, doch da, also eine IC ist es eigentlich nicht, aber gut. Oh, die BR218 ist jetzt auch verfügbar. Interessant. Aber wir brauchen dringend neue Wagen, neue Passagieranhänger, also neue Güter in der Passagierwagen, damit wir die Geschwindigkeiten nutzen können, die jetzt langsam verfügbar werden. Jetzt lassen wir noch mal eben schauen. Neukirchen, Nottuln, der alte Zug, der muss ins Depot. Der fährt gerade nach Neunkirchen, dann lassen wir ihn die Passagiere nochmal eben abladen. Zack, okay, und dann ab ins Depot. Ja, okay, du musst dich umdrehen. Kann nicht gefunden werden elektrisch, das ist aber Blödsinn. Die Strecke ist komplett elektrifiziert. Auch das Depot. Na, das ist jetzt aber merkwürdig. Okay, der fährt jetzt nach Nottuln Hauptbahnhof. Sobald er im Hauptbahnhof ist, können wir ihn dann immer noch ins Depot einfahren lassen.
Wahrscheinlich kriegt er hier nicht den Knick, dass er erst da reinfahren muss und dann zurückfahren muss, um aufs Depot zu kommen. Aber gut, dann eben zu dieser Flughafentransferstrecke. Nordholen Flughafen. Da haben wir hier die zwei roten Pfeile laufen. Die würde ich gerne austauschen. Und zwar, das können wir eigentlich auch mit dieser Mechanik hier machen. Wir müssen überall anders die Aktualisierung übrigens wieder ausschalten. Jetzt gehe ich doch mal kurz auf die Pause. Sonst passiert mir hier gerade zu viel. Also, erstmal Nordholen Flughafen. Wir wollen ersetzen den roten Pfeil durch dieses neue, wunderhübsche Teil hier unten. Die, RABD oder RAB.DE 1212 Mirage. Die nimmt nämlich 64 Passagiere. Das heißt, eigentlich würde eine reichen. Wir lassen trotzdem zwei fahren. Hat eine recht lange Lebensdauer auch, 50 Jahre. Fährt schön schnell. Alles super. Und daher machen wir jetzt die Ersetzung bei 25%. Lassen wir die Zeit weiterlaufen. So, lassen wir das mal da so laufen, dann sehen wir gleich, wie die ausgetauscht sind. Dann können wir die beiden nämlich schon wieder schließen. Außerdem, Nordholen Neunkirchen ist noch nicht wieder zurück. Und ich muss jetzt mal eben kurz die automatische Ersetzung überall ausschalten. Weil ich möchte jetzt nicht, dass wir hier alles wieder austauschen. Ich meine, die 100% haben wir eh noch lange nicht erreicht, weil die alle noch relativ neu sind. So, sind ausgetauscht worden. Hier, die beiden neuen, die schauen wir uns dann gleich auch auf jeden Fall mal an. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Ersetzung abschalten. Da machen wir es gleich von Hand. Über Herrn Großkeiner, da haben wir auch noch eine alte Lok drauf. Meine Güte, das ist aber... Also hier würde ich ja mal sagen, machen wir es mal eben an bei 25%. Damit sich das mal eben automatisch erledigt, weil sonst bin ich da auch wieder am Rumhampeln. Ist da was? Nee, da kommt er gerade rein. Da ist er doch. Ich wollte doch gerade sagen, es kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. So, der muss einmal in den Bahnhof rein. Reicht eigentlich schon. Jetzt können wir ihn umdrehen und dann bitte ins Depot fahren lassen. So, wie gesagt, normalerweise ist es ja viel einfacher, das mit der automatischen Ersetzung zu machen. So, die müsste jetzt auch wieder überall aus sein. Außer halt hier. Über Herrn. Da, der ist jetzt ausgetauscht worden. Das heißt, auch da können wir es wieder abschalten. So, jetzt habe ich hier aber ganz schön viele Fenster. Den wollten wir uns gleich noch anschauen. Und das ist der Zug im Depot. Den werden wir jetzt... das ist dieser hier. Stopp, das ist er nicht. Elsterberg, Heidelberg. Ach Gottchen, das ist auch noch ein Alter. Da müssen wir da auch nochmal die automatische Ersetzung einschalten. Sonst wird das hier nämlich nichts. Und so. Wo ist denn jetzt der Zug? Der ist im Depot, deswegen wird er hier nicht angezeigt. Da, Zugdepot Nordholen. Ja, was mache ich denn hier? So. Unfassbar. Der wird verkauft. Und dann kaufen wir einen neuen. Und zwar genau wie gerade die Reihe 1042 mit dem Einheitswagen. Und der geht wieder auf Nordholen Neunkirchen. Und dann haben wir das erledigt. So, wie gesagt, alles ist einfacher, als das von Hand zu machen. Schauen wir uns den neuen Transfer für den Flughafen an. Und ja, das ist eine schöne Eisenbahn. Eine schöne Lok. Hat was. Sehr schick.
Doch, ich muss sagen, der rote Pfeil, so schön wie er war, die neue gefällt mir tatsächlich besser. Hätte ich jetzt auch nicht so ohne weiteres gedacht. So, okay. Dann hätten wir das ja erledigt. Das ist jetzt der von Nordtollen. Ne, das ist der neue, der nach Neunkirchen fährt. Und der andere wartet hier jetzt. Das heißt, der muss erst ganz rausfahren, dann fährt er gleich weiter. Aber okay, so, dann würde sich hier in Neunkirchen hoffentlich die Situation entspannen. Birkenau-Neunkirchen, der Zug steht gerade und fährt voll wieder los. Ah ne, das ist der nach Schladen, das ist unser neuer. Die BR-103. Der erste richtige schnelle Zug, wenn denn der Passagierwagen schnell genug wäre. Aber gut, die Strecke haben wir in der letzten Folge gebaut, hier durch nach Schladen. Wir möchten ja auch noch diesen an Schladen anschließen und das machen wir nämlich jetzt. So. Das Gleis haben wir schon rausgelegt. Da müssen wir es eigentlich nur weiterführen. Möglichst gerade. 300. Wenn wir die 300 haben, ist alles gut. Schneller gehen die Gleise eh nicht mehr. Ja, jetzt haben wir da eine hässliche Brücke bei. Obwohl, es ist halt auch eine Art Tal. Hier nehmen wir die schnelle Brücke natürlich. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht sinnvollerweise bis hier bauen, weil wir müssen hier ja auf diesen Hügel, und da müssen wir da hinten nochmal über so einen Hügel drüber her. Ich mach mal die Höhenlinien an, dann kann man das ja wieder besser sehen. Da ist also auch nochmal so eine Dings. Und wo machen wir den Bahnhof denn hin? Ich würde den hier hinstellen. Weil hier ist es doch sehr bergig. Ich glaube, hier kommen wir ganz gut hin. Dann ziehen wir das Gleis mal bis hier. Jawohl. So, das wird wieder eine Brücke hier. Über 7 Brücken musst du fahren. So, okay. Und jetzt machen wir erstmal den Bahnhof hier hin. Den werden wir tatsächlich auch hier relativ weit außerhalb platzieren. Und uns die Straßen dorthin selber bauen. Hier machen wir einen Kopfbahnhof außerdem. Mit nur einem Gleis, 320 Meter, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Zweiten Straßenanschluss brauchen wir nicht. Ja, das muss ich doch mal eben ein bisschen... Ich glaube, das ist relativ parallel, jawohl. Naja, aber wir bleiben 300, gut, kurz vor der Einfahrt können wir eh nicht mehr 300 fahren. Von daher ist das absolut in Ordnung so. Und dann machen wir jetzt hier das zweite Gleis. Und dann auch direkt das, das sieht aber irgendwie nicht so schön aus hier. Oh, das sieht ganz und gar nicht schön aus, schaut mal. Nee, das mag ich so nicht. Das machen wir nochmal. Oh wei, jetzt sieht's hier. Das mache ich nochmal neu. Wir wollen es ja ordentlich haben, ne? So, ich denke, ihr seid da auch einer Meinung mit mir. Das ist doch schon besser. Ja, so kann's bleiben. Das andere war vorher nicht akzeptabel für mich. Das ist jetzt aber in Ordnung. Machen wir direkt das Signal dahin. Und den die Straßenanbindung, die machen wir auch. So, schauen wir mal, dass wir das hier schön wegkriegen nach Möglichkeit. Ja, ich denke, so kann man es bauen. Gibt sicher schönere Straßen, aber es ist okay.
Okay, den Rest soll sich die Stadt bisher selber bauen. ÖPNV im Anschluss. Jetzt erstmal das Gleis noch hier wieder zurücklegen. So, Nummer 1. Und das ist eine ziemlich lange Brücke. Nummer 2. So, und jetzt, ja. Ich hab's falsch gemacht. Das ist das erste Mal, dass wir etwas abweichend fahren. Ist zwar noch okay, aber naja, gefällt mir eigentlich nicht so gut. Normalerweise fahren wir ja gerade raus auf dem rechten Gleis. Und ordnen uns von rechts wieder auf das Hauptgleis ein. Hier machen wir es andersrum. Ist aber nicht schlimm. Dürfen wir nicht dran denken, noch die Signale zu machen. Nee, eigentlich ist es doch richtig so. Nee, ist es nicht. Ist es okay, also wir können es so lassen. Das ist jetzt kein Problem, aber normalerweise haben wir es halt immer anders gebaut. Signale können wir uns eigentlich noch sparen. Wir werden am Anfang eh nur einen Zug einsetzen. Ich erwarte jetzt nicht so das Riesenpassagieraufkommen. Zumindest anfangs natürlich. Wir wissen ja, das kann sich auch schnell ändern. So, okay, soll reichen. Depot brauchen wir hier nicht, denn wir haben ja eins hier. Aber natürlich brauchen wir eine Linie. So, neue Linie von Schladen nach Dießen. Fertig. Und dann setzen wir natürlich auch wieder einen schnellen Zug hier aufs Gleis. Und die Passagierwagen, wie gesagt, das müssen wir da mal aufrüsten. Jetzt habe ich einen zu viel. So, Linie. Ah, das kann man nicht sehen. Schladen Dießen, auf geht's. Wir schauen, dass der Zug rauskommt. Sehr schön. Ja, dann haben wir das Ziel erreicht, nämlich die Städte zu verbinden mit Neunkirchen, die hier auf dieser Seite noch offen waren. Langenslohnheim haben wir natürlich auch noch. Und hier auf dieser Seite fehlte auch noch eins, genau, Öd. Ja gut, okay. Da ist noch Wiemersdorf, aber das gehört für mich eigentlich schon wieder hier nach Recke oder zu Recke. Dann machen wir die Verbindung hier. Und dann würde ich sagen, Langenslohnheim, vielleicht in der nächsten Folge müssen wir den Bahnhof bei Schladen doch nochmal aufrüsten, weil würde ich dann an Schladen anbinden. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Das können wir eigentlich noch eben machen. Machen wir hier noch ein drittes Gleis dran? Ja, gibt natürlich eine Kollision mit der Brücke. Ja, wer hätte das gedacht? Ist ja immer das Gleiche, ne? So. Aufrüsten. Drittes Gleis haben wir schon. So, und fertig. Jetzt ist das Depot natürlich ein Problemchen unter Umständen. Ja, wir kommen sogar dran. Okay, das passt. Also wir können von diesem Depot hier auch noch drauf. Und wo müssen wir weiter? Jetzt muss ich mal schauen. Da machen wir eine große Kurve. Hier. Ungefähr so. Ja, passt schon ziemlich genau. Lassen wir es einfach so. Und dann richten wir natürlich noch schnell die Verbindung hier wieder her zur Stadt. Mit einem neuen Tunnel. Gut, und es passt nicht. Ganz wie befürchtet. Das ist natürlich ärgerlich.
So. Okay. So, alles wieder hergestellt. So soll es sein. Und das ist dann das Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du magst, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt Transport Fever bei Dr. Wolfsherz. Schönen Tag noch. Ciao.